Ja, hallo aus der Delta 2222. Wir sind gerade in Peine gestartet, ist der 23. November. Wir haben eine fantastische Wellenvorhersage. Wir sind hier jetzt inzwischen auf 900 Meter Höhe über Salzgitter. Rechts von uns ist Salzgitter. Und ja, Fritz Kühne sitzt vorne im Schlepper. Wir sind auf dem Weg nach Stapelburg, wollen da so in 1700 Meter, vielleicht 2000 Meter Höhe ankommen und hoffen dann auf guten Wellenaufwind. Vor uns links von der Sonne, kann man scharf gezeichnete Lenticularis-Wolken sehen. Ja, außerdem haben wir bereits in Spot the Glider ein erstes Segelflugzeug in der Welle hinter dem Harz in 2800 Meter Höhe gesehen. Weitere Berichte folgen. Ja, hallo. Ja, jetzt kommen wir auch langsam in die Gegend, wo das Steigen vorhergesagt war, hier bei Stapelburg. Ich denke, wir gehen gleich raus. Ja, klicken wir aus, ne? Seht ihr? Klicken wir ruhig aus. Ja, ich hab ihn. Klingst du? So, wir klicken aus. Dankeschön. Ja, mal sehen, was das wird. Steigen wir zurück hier auf 07. 06, aber immerhin steigen. Jetzt packe ich nochmal wieder die Kamera weg und konzentriere mich erstmal aufs Fliegen. Du fliegst? Meter steigen. Boah! 300, 400 Stunden. Mhm. Ja, wir melden uns hier nochmal aus der Delta 2222. Wir sind hier eben innerhalb kürzester Zeit von 2000, was hatten wir ausgeführt? 2100 auf 2900 Meter gestiegen und müssen jetzt schon aufpassen, dass wir nicht in den Luftraum Charlie hineinsteigen. Ich habe mal die Trimmung nach vorne genommen, Rüdiger. Was heißt das? Die Trimmung nach vorne genommen. Das war jetzt hier schneller fliegen, wenn nicht mal weiter steigen. Wir müssen den runterscheuchen. Ja, wir sind hier. Ja, können wir machen. Aber nee, wir haben keinen Sauerstoff. Lass mal wieder sein. Ja, rechts von uns sehen wir den Brocken und den Wurmberg. Unter uns ist Wernigerode. Ja, und wir fliegen jetzt hier mal an der Harzkante entlang auf Ballenstedt zu und melden uns später wieder. Wir waren eben gerade schon mal bis nach Hettstedt geflogen, in sicherer Höhe unter Luftraum Charlie in 2850 Meter und sind jetzt auf dem Rückweg ja, eigentlich schon wieder über Ballenstedt. Naja, okay, noch ein bisschen, noch 10 Kilometer bis Ballenstedt und ja, wir haben eine tolle Sicht.
Europa, gerade aktuell, da kommen wir wieder in das Steiggebiet hinein, haben gerade ein bisschen verloren, aber diese Höhe werden wir sicherlich gleich wieder mitmachen können. Rechts von uns schöne Lenticularis-Wolken, die Föhnlücke, blauer Himmel hier über uns. Weiter rechts Richtung Braunschweig sieht es recht duster aus und auch im Staubereich vor dem Harz. Schauen wir jetzt hin. Es ist recht dunkel. Naja, aber wir genießen hier die Föhnlücke im Sonnenschein. Ja, vor uns ist der Brocken. Wir sind hier nach wie vor in einer Höhe, so um die 2800 Meter wird angezeigt. Allerdings müssen wir auch ordentlich schnell fliegen, damit wir hier nicht weiter steigen. Aktuell haben wir ja so Geschwindigkeiten über 117 üblicherweise. Und ja, der Wind ist hier in dieser Höhe auf 240 Grad mit 113 km/h. Nicht schlecht. Rüdiger, noch gut drauf? Was denn? Bist du noch gut drauf? Ich glaube, ja. Na schön. Ja. Ja, die Wolke, der Lenti dort hinter uns ist inzwischen nicht mehr viel höher als wir aktuell. Ja, Brocken haben wir gleich erreicht. Rechts in der Sonne sind Bataatsburg und dahinter Oker und ganz hinten Roßlau zu sehen. Ja, wir haben den kleinen Abstecher zum Brocken gemacht. Das war aber nicht so gut. Dort hatten wir ordentliches Sinken und sind wieder zurückgeflogen, sind in 2000 Meter Höhe hier wieder in der Wälder angetroffen und haben hier unglaubliche 3 Meter Steigen. Ja, das F-Alarm zeigt an, dass noch ein anderes Flugzeug in der Nähe ist. Ist jetzt 5,5 Kilometer und rechts von uns und hat Steigen. Nicht so gute Steigen wie wir. Naja, vielleicht sehen wir ihn ja gleich. Inzwischen ist er auch schon 160 Meter tiefer als wir. Ja, wir sind hier nach wie vor in der Föhnlücke. Wunderschöner blauer Himmel. Hier unten in 2000 Meter Höhe ist auch nicht mehr ganz so kalt. Angenehm. Ja, wir sind inzwischen das zweite Mal auf dem Rückweg von Hettstedt. Inzwischen haben wir 307 Kilometer geflogen und haben es noch 87 Kilometer nach Hause. Die Optik hat sich geändert.
Motoren sein. Die vierte Wende gemacht bei Goslar und sind wieder auf dem Rückflug in Richtung Ballenstedt. Links von uns eine sehr schöne Lenticulariswolke. Ja, wir sind hier mit 180 km/h unterwegs und haben trotzdem noch Steigen. Das macht Spaß. Wir sind ganz bewusst mal etwas gesunken. Fliegen in 2400 Meter Höhe jetzt. Das sorgt dafür, dass wir nicht so kalte Füße haben. Wir sind nun auf dem Heimweg. Richtung Heimat sehen wir eine Schicht unter uns. Da müssen wir irgendwann drunter, aber erstmal können wir noch davor fliegen. Wir sind hier jetzt bei Schladen. Vor uns der Oderwald. Dort rechts unter den Wolken. Durch die letzten Wolkenlücken können wir noch Wolfenbüttel erkennen. Ja, und hier nochmal ein Blick auf die Instrumente. Höhe gut 2000 Meter. Sinkt minimal. Der Rechner sagt, wir brauchen eine Gleitzahl von 24. Und aktuell fliegen wir eine Gleitzahl von 25. Good luck. Ja, es hat dann doch nicht gereicht. Doch, die nördliche Grasbahn, die nehme ich.